Ja, grüß euch. DO1 HFS von Funkfieber wieder da. Und weil so viel gefragt haben aufgrund dieses HFP1 und Pack 12 Antennenvideo. Erstens mal waren wir total überrascht, dass das so viel haben, die Antenne. Und auch so begeistert sind von der Antenne und uns natürlich auch ein paar Tipps gegeben haben dazu. Und andere aber wiederum gefragt haben, ja, macht doch mal eine Bedienungsanleitung dazu. Zu der Antenne, weil ja die Anleitung, Moment. Die Originalanleitung, ja, so ausschaut. Also man kann überhaupt gar nichts, also mal steht es auf dem Kopf, mal steht es richtig rum, so gar nichts damit anfangen, außer man kann Chinesisch. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt machen wir da mal ein Video dazu. Die einzelnen Aufbauschritte zu der PAC-12 Antenne und wie sie die für die verschiedensten Bänder 10, 15, 20 und 40 Meter einstellt. Ja, als allererstes muss natürlich das Radialnetz und der Spieß mit dem Speisepunkt verbunden werden. Ich schreibe das jetzt nur mal schnell auseinander. Also ihr habt ja da so eine Öse bei dem Ganzen. Na, genau, die kommt über den Spieß drüber. Und dann am Speisepunkt. Also der kurze Teil zum PL-Anschluss ist der Unterteil. Und da schraubt sie das Ganze ohne. Man zeigt sie, da ist die Schrift da aufrecht an. Und dann ist der untere Speisepunktteil schon fertig. Genau, und dann habe ich natürlich dieses Flachbandradial. Ich habe es auf drei Teile bei mir aufgeteilt. Das sollte man natürlich dann entsprechend auslegen. Ein bisschen sternförmig, das zeigt sie mir natürlich nicht. Ihr könnt es natürlich weiter aufdröseln. Ich habe es jetzt nur auf dreimal gemacht, weil es dann nicht so leicht verheddert und wieder leichter zum Aufbauen ist. Jetzt schaue ich gerade. Das legen wir so her. Und schön weg voneinander. Weil das Einfache ist natürlich, was mir an der Performance, an der Antenne nämlich sogar gefällt, ist, jetzt bin ich wieder nicht im Bild, sie ist für 10 und 15 Meter ein Lambda-Viertelstrahler, also im Prinzip wie ein Groundplane dadurch. Also Groundplanes haben wir meistens Lambda-Viertel und ist im Prinzip auch von der Länge Lambda-Viertelstrahler. Deswegen ist die also so schnell einstellbar, weil ja genau aufgrund des Zusammenspiels mit diesen Alurohren, was ich euch gleich zeige, und dem Teleskop genau auf Lambda-Viertel geht. Und mit dem Radialnetz und der Erdung das natürlich positiv alles dazu beiträgt. Genau, um jetzt hier auf 10 Meter QRV zu sein, relativ flott. Also die Antenne ist relativ breitbandig, sage ich mal, für das jeweilige Band, was man einstellt. Und da ist ja jetzt dieser Teleskopstrahler dabei. Und für 10 Meter braucht sie nur den aufgebauten Fußpunkt und den komplett ausgefahrenen Strahler. Der hat 2,10 Meter, 2,50 Meter. Und den schraubt ihr direkt auf den Speisefuß. Und dann war es das und ihr seid auf 10 Meter QRV. Ja, und damit ich euch da jetzt nichts vom Pferd erzähle, habe ich jetzt mein BNC-Kabel, also mein Coax-Kabel angeschlossen. Schaut jetzt gerade den Nanofine an, den werdet ihr natürlich wieder nicht sehen. Aber ich bin jetzt hier im 28 MHz Bereich. Schauen wir mal. Start 28 MHz. Stopp 29 MHz. Habe jetzt also von 28 bis 29 MHz durchgehend ein SWR von 1,3. Schauen wir mal, ob sie das in irgendeiner Form zum Sein kriegt. Nein, geht leider nicht. Sorry. Aber ich habe jetzt nichts weiter angepasst, sondern ich habe wirklich nur diesen Strahler, jetzt wäre ich natürlich angelangt, wird schlechter, und bin jetzt nur mit dem ausgezogenen Strahler aufgeschraubt auf dem Speisefußpunkt, also auf den Einspeisepunkt, sofort auf 10 Meter QRV. Das heißt,
ratzfatz ohne Spulen wie bei der HFP 1. Da wo ja dann auch viel in der Spule verloren geht an Leistung, habe ich halt hier das Problem nicht. Sondern ich bin sofort jetzt QV, muss nicht lang abstimmen oder so. Es ist jetzt nur ein reiner Kontrollblick gewesen. Habt ihr einen Transceiver, der einen Antennenanalyzer drinnen hat, also einen Vektoranalyzer, so wie es die Xygos zum Beispiel drinnen haben, der wurde schön eine Kurven anzeigt. Könnt ihr das nur mal nachkontrollieren, bevor ihr QV seid. Oder ihr geht natürlich mit einem Yaesa FT818 so auf minimalste Leistung und pfeift mal ins Mikro und zeigt, wie bei euch das S-Pegel ausschlagt, also das SWR-Pegel ausschlagt am Display. Genau, dann gehen wir jetzt zum nächsten Umbau und das ist der 15 Meter Umbau. Ja, für den 15 Meter Aufbau, der ja auch recht flott eigentlich geht, gibt es zwei Möglichkeiten. Da haben uns User drauf gebracht, die die Antenne schon etwas länger nutzen. Kann ich einmal hergehen, die vier Aluminiumrohre zusammenschrauben und, das ist wie es im Internet beschrieben ist vom Hersteller, ein Glied einschieben und dann zusammenschrauben. Die Alternativaufbauvariante ist, diesen Strahler komplett ausgezogen lassen und dafür eine Alustange weglassen. Und das schauen wir uns jetzt einfach schnell an, wie da der Unterschied ist. Jetzt machen wir erst den Aufbau mit drei Rohren und hoppala, mit drei Alustangen und schauen das SWR an. Und dann machen wir vier Alustangen und schieben ein Glied ein. Ich werde sonst nichts verändern an der Antenne. Hab fein auch immer noch angeschlossen. Und schauen wir uns das Ganze jetzt einfach einmal an. Also das ist jetzt der Abonnentenaufbau, also der Tipp von Zuschauern, die die Antenne schon im Einsatz haben und schwer begeistert sind. So, aufgebaut, also ich habe eins weggelassen, der Strahler ist komplett ausgefahren. Jetzt schauen wir mal, was der Nanofine ansagt hierzu. SWR von 1,5. Jetzt baue ich das Ganze um, ich schiebe jetzt ein Glied ein, ich nehme das oberste immer her und baue das vierte Rohr wieder rein und dann schauen wir, wie wir da haben. Also da bin ich jetzt bei beim VSWR von 1 zu 1,5. Genau, bauen wir um, ratze fatze. Genau, ich schiebe jetzt nur das oberste Glied rein. Baue das vierte Alurohr dazu und dann sehen wir gleich, was besser ist. Zack, aufgebaut, Gegencheck. Auch ganz genau 1,5. Also es bleibt egal, welche Aufbauform ihr nehmt, es ist beides 1,5, aber ich glaube, wenn ich das ausfahre und nur ein Rohr weglasse, dann ist das einfach viel schneller. Und somit habe ich jetzt einen Landerviertelstrahler für 15 Meter. Und jetzt schauen wir uns noch den Aufbau für 20 und 40 Meter an und da werden wir natürlich jetzt die Spule rein. Genau, ich habe jetzt hier die Spule. Da sieht man diesen Verstellschlitten hier oben. Und sie hat zwei Markierungen. Und da schauen wir uns jetzt an, was für Markierung für was verbannt ist. Jetzt muss ich erst den Teleskopstrahler wieder runterbauen, komplett ausfahren. Das oberste Stück komplett raus. Dann setzen wir die Spule ein. Also es geht auch ratzfatz, diese Umbauereien. Man muss nicht lange abstimmen. Das ist ja das, was uns bei der HFP 1 immer so gestört hat, an Danny und mich. Dass bei der HFP 1 diese ständige Einstellerei. So, jetzt haben wir da soweit und jetzt schauen wir uns das gleich nochmal im Detail an und messen wir das Ganze jetzt und schauen wir, wie man es einstellen muss. So, schauen wir mal. Auf dem, das ist jetzt irre, die untere Markierung markiert den Beginn des 7 MHz Bandes, also 40 Meter. Ich habe jetzt insgesamt, ich zeige es euch gleich noch ganz nah, ich bin jetzt 3 Striche über der Markierung und bin jetzt bei 7,2 MHz auf ein SWR von 1,0
6,1. Das ist irre. Jetzt, wenn ich da eins natürlich runtergehe, muss natürlich immer genau schauen, dass der Abgreifer auf so einem Spulenteil ist. Da bin ich jetzt bei 7,15 MHz, auch beim SWR von 1,1. Das schauen wir uns jetzt gleich noch im Detail an. Genau, ich habe jetzt das umgebaut, bin jetzt 2 Klicks über der roten Markierung. Ich nehme jetzt den Nanofein auch nochmal in die Hand, um das nochmal anzuschauen. Und bin jetzt hier, na gut, ich stehe jetzt mit der Kamera recht nah, bei 7,1, zwischen 7,1 und 7,2 MHz auf einem SWR von 1,1. Also das ist ratzfatz eingestellt, untere Markierung ist für 7 MHz und dann gehe ich halt 1, 2 so Stufen hoch und bin dann im 7 MHz gut QRV. Jetzt stelle ich gerade schnell nochmal meinen Nanofine ein. Da gehen wir jetzt auf 6,5 MHz bis 8. Da ist jetzt die Messung etwas schmäler. Also mit der Einstellung jetzt aktuell bin ich bei 7,16 MHz beim SWR von 1,1 und bin jetzt auf der zweiten Position über den roten Strich. Also das seht ihr hier. Also hier der rote Strich 1 und auf der zweiten Spulenwindung bin ich jetzt SWR von 1,1. Und das ist schon erstaunlich. Also das ist ja auch ratzfatz einstellbar und jetzt schauen wir uns das Ganze nur für 14 MHz an. So, jetzt gehen wir das Ganze hoch auf den 14 MHz Teil. Jetzt gehen wir direkt auf die Markierung und schauen, wo wir da jetzt Resonanz sind. Stelle gerade meinen Fein auch nochmal ein. Da schaut das Ganze schon wieder sehr breit aus. Also ich habe jetzt mit der Einstellung direkt auf 14 MHz ein SWR von 1,5. Bin direkt auf der Markierung bei 14,2 mit der Markierung auf 1,4 und geht jetzt bei 14,3 MHz auf 1,2. Also hier brauche ich nur direkt auf die Markierung knallen und dann geht das Ganze schon los und kann QRV sein. Also ihr seht, das ist eine ziemlich spannende Antenne und ziemlich schnell zum Einstellen. Also wird es gespannt, so als kleines Anleitungsvideo, wie schnell das mit der Antenne geht. Also jetzt, wo ich mit der Kamera weg bin, bin ich bei 1,2. Also die Kamera, das Equipment hat jetzt ein bisschen gestört natürlich. Aber ich habe es jetzt nicht verändert bei 14 MHz. Jetzt bin ich bei 1,1 herunten. Bei 14,3 MHz. Also das ist irre. Vor allem zur Markierung oben 14 MHz, unten 7 MHz, den Abgreifer drauf. Also bei 14 MHz brauche ich eigentlich nicht mehr nachkontrollieren. Also kann ich sofort QRV gehen. Bei 7 MHz lohnt es sich vielleicht nochmal, um eine Windung nach oben zu gehen oder zwei. Je nachdem, wo ihr QRV sein wollt, da empfiehlt es natürlich vorher zu kontrollieren. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt auf die Markierung gehe von 7 MHz, bin ich bei 1 zu 1,8, 1 zu 2. Da lasst es nur QRV sein. Geht natürlich ein bisschen was an Leistung verloren, aber ich finde das krass, wie schnell, dass man diese einstellen kann. Da kann die HFP1 auf jeden Fall gar keinen Fall mithalten. So viel das jetzt zu einem Anleitungsvideo für die PAK 12 Antenne. In meinen Augen echt eine coole Antenne. Ich werde mit der noch ein bisschen was rumprobieren und ein bisschen was rumspulen. Eftel das Ding noch ein bisschen erweitern. Mal schauen. Aber das war jetzt das Anleitungsvideo. Wir bei diese Antenne auf, wo wie schnell kann ich das einstellen? Was ist zum Einstellen für diese 4 Bänder? Ich kann natürlich, wenn ich nur den Strahler hernehme, also wenn ich auf 10 Meter gebaut habe und den Strahler einschiebe, kann ich natürlich nur in 6 Meter QRV sein. Vielleicht geht er nur 2 Meter, aber dann ist es ziemlich nah auf dem Boden. Wäre dann eher interessant am Berg. Aber grundsätzlich jetzt für 10, 15, 20 und 40 Meter eine sehr spannende Antenne. Hier zwischendrin kann man sicher auch noch das 30 Meter Band mitmachen.
ist mit Sicherheit noch möglich zum Abstimmen, das gilt es für jeden selber herauszufinden. Aber hier jetzt einmal so für die grundlegenden vier Bänder, für die man die Antenne nutzen kann und für die aufgebauten Volksängern hier diese Anleitung, wie stelle ich die PAK 12 ein. Genau, das war es jetzt so mit dem Anleitungsvideo PAK 12 Antenne. Was muss ich einstellen, was muss ich aufbauen, wie schnell funktioniert das? Also es ist jetzt ratzfatz, also ich habe jetzt überhaupt nicht lang gebraucht für das Ganze, es hat viel mehr länger gedauert, als wie der Aufbau für die einzelnen Bänder. Spannende Antenne, sie kostet zwar ein bisschen Geld, also liegt bei ca. 150 Euro. Ich habe im Zoll keine Schwierigkeiten gehabt, da ja viele AliExpress-Händler ja die Mehrwertsteuer ausweisen für die Geräte. Ja genau, abschließende Worte, spannende Antenne. Ich werde jetzt weiter ein bisschen nutzen, weil durch das kleine Packmaß kann man es auch leicht auf den Berg mitnehmen. Sie wiegt zwar ein bisschen was, aber ich brauche natürlich die Spule nicht, die wiegt natürlich auch schon einiges hier. Die kann ich mir ja aktuell noch sparen als E-Lizenzierter. Aber grundsätzlich eine spannende Antenne zum Mitnehmen, die geht ja da mit der Tasche recht gut in den Rucksack rein. Ich kann es natürlich auch ohne Tasche transportieren, dann kann ich es natürlich noch ein bisschen kompakter zusammen, da das Ganze. Aber sie steht richtig super, die Verarbeitung ist klasse, also ich habe mir da echt schlimmer vorgestellt, das Ganze. Aber das ist echt solide, durch das, dass halt natürlich metrische Gewinde genutzt werden, kann man hier auch selbst was reparieren. Also es werden überall M10 Gewinde genutzt bei den Verbindungen der einzelnen Teile. Also wenn da mal irgendwie ein Gewinde kaputt geht, kann man das selber wieder nachschneiden oder selber ein Ersatzteil fertigen, also wie diese Aluminiumstangen zum Beispiel. Genau, das ist aber jetzt gewesen sei zu der PAK 12 Antenne eine Anleitung, wir bauen das Ding auf, eine Videoanleitung. Da war die U1 HFS von Funkfieber, macht es gut und wir sehen uns in den nächsten Videos.